Ja, Susanna, mega schön bist du heute Morgen da. Ich habe mich gefreut auf den Tag heute Morgen. Auch Respekt gehabt, weil ich gewusst habe, was du alles mitbringst. Aber ich freue mich jetzt auf die Zeit. Genau, sag doch noch ein paar Worte zu dir am Anfang. Ja, merci dafür da sein, es freut mich. Eliane hat mich heute schon gefragt, ob ich den Fee kenne. Dann habe ich gesagt, jawohl. Du merkst, es kennen mich noch ein paar. Das war meine Ursprungsgemeinde in meinen Teenie-Jahren und darum kenne ich immer noch ein paar da. Genau, ich wohne in Steffisburg, wieder hinten im Zibbelengässli oben, bin Teil des Kloster Alte Gärtnerei für die Gemeinschaft. Habe jahrelang 24/7 Gebetsbewegung geleitet. Genau, habe die abgegeben im Februar 2021 und nachher bin ich dann ausgeschaltet worden. Das werdet ihr heute noch ein bisschen mehr mitbekommen, was passiert ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Durch ein Geschenk, 50%, das ich daran arbeiten konnte, bei Amt für Stadtliegenschaften zu tun. Das ist schon wieder spannend für mich, völlig neues Gebiet. Genau, 50% bin ich immer noch krank geschrieben. Aber immer noch leidenschaftlich, Gott sei Dank, mit Gott unterwegs. Genau, so kurz zu mir. Danke. Ich habe noch für die, die Susanna eben nicht so gut kennen, habe ich noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgenommen. Also ich werde immer zwei Möglichkeiten geben. Und du musst dich dann möglichst schnell entscheiden für eine von beiden Möglichkeiten. Also ich starte gerade, ist gut? Ist gut. Also, Gemüse oder Fastfood? Gemüse. Nachtmensch oder Frühaufsteher? Nachtmensch. Reichtum oder Liebe? Liebe. Modern oder traditionell? Modern. Festival mit 1000 Leuten oder lieber allein Musik hören? Festival. Film schauen oder vorausgehen? Film schauen. Jetzt eine schwierige Frage, gerade in dieser Zeit. Fußball oder Skiweltcup? Beides, ich bin im Dilemma. Gute Antwort. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Aktivismus oder zurücklehnen? Zwischendrin. Eher Aktivismus sagen. Ja, danke vielmals. Ich habe die letzte Frage so ein bisschen bewusst gewählt, weil ich weiss, du bist mega aktiv gewesen. Es gibt auch so etwas, was dich eben auch besonders auszeichnet oder was deine Geschichte auch mega geprägt hat. Erzähl doch noch uns darüber ein bisschen. Über das Gebet, meinst du? Genau. Es triggern ein paar Sachen, ja. Das ist schon etwas, was mir mein Leben geprägt hat. Ich bin überhaupt nicht geboren als die geborene Betterin und habe eigentlich eben wirklich mein Gott, wie soll ich dem sagen? Er hat mir sein Herz gelegt. Ich habe jahrelang dürfen teilen, ich bin immer noch Teil einer Gebetsbewegung 24/7 und bin nach wie vor begeistert, weil ich glaube, das Gebet ist etwas, was wir einfach brauchen zum Leben als Christen. Es ist wirklich etwas, wo ich mich jetzt wieder entschieden habe, in einen ist dort investieren, die Leute motivieren. Einfach, für mich ist es die Beziehung zu Jesus zu pflegen, im Gebet zu sein. Ich habe den Vorteil oder Gnade, oder wie man das nennen will, dass ich nicht nur die schönen Gebete formuliere, sondern ich auch Krach habe mit Gott. Ich sage es jetzt ganz bewusst, ich kann stürmen mit ihm. Ich tue nicht nur immer schön reden mit ihm. Aber er ist mein Gegenüber und das ist wirklich zu meiner Leidenschaft geworden. Und ich merke, das ist so wichtig und essentiell in unserem Leben, wo wir immer auch sind. Und das kann ganz verschieden aussehen, so verschieden wie wir sind, sieht auch das Gebetsleben aus. Das durfte ich auch lernen. Gott hat mir eine Menge harte Schule genommen. Dass ich habe gemerkt, wenn jemand introvertiert ist, wird er im Gebet nicht zum Extrovertierten. Auch wenn es mich nervt, wenn es still ist. Oder? Gott sagt, hast du eigentlich das Gefühl, wenn dem Tisch nichts sagt, dass er jetzt vor dir einfach alles ausbreitet im Gebet. Genau, einfach so habe ich sehr viel lernen dürfen. Und das ist ein Teil von meinem Leben, der eben auch durch schwierige Zeiten mir schlussendlich auch durchgetragen hat. Also man könnte sagen, also das habe ich auch jetzt gemerkt im Gespräch mit der Susanna, sie ist eine Frau, die intensiv mit Gott unterwegs ist, die das auch einen Teil dann zu ihrem Beruf gemacht hat, eben mit 24/7 Gebet. Und du gehst mit Gott durch Höchst und auch durch Tiefs. Und heute haben wir uns eben getroffen. Die Serie heisst ja Funken der Hoffnung. Also irgendwo durch geht es heute um so ein Tief, geht es um deine Leidensgeschichte auch, die du hinter dir hast schon zum Teil oder wo du immer noch drin steckst.
was mir auch so ein bisschen klar geworden ist, eben, dein Leben ist nicht einfach. Also alles andere als einfach. Woran leidest du? Was ist deine Geschichte? Ja, meine Geschichte ist, dass ich zum eigentlich zweiten Mal eine Krebsdiagnose hatte im Mai. Ich muss immer überlegen, 2021. Ich hatte schon eigentlich wirklich das Gleiche im 2009. Zwischen ist noch ein Tumor gekommen, das war eher eine kurze Geschichte. Aber ich sage immer, Krebs ist so ein grosses Wort. Für mich ist das nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich einen problematischen Bauch habe, der mir eigentlich immer wieder toffe Geschichten hat zugefügt, sage ich jetzt so. Also die Krebs selber, die Diagnose, die ist sehr gut. Ist zwar bösartig, aber sie sagen, heute dürfen sie es fast nicht bösartig nennen, weil er nicht streut und so, das ist alles gut, aber alles andere ist eigentlich sehr zu haffen. Genau. Ja, vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen rein in die Geschichte auch, oder? Ja, also du hast mir das erzählt und ich habe das mega eindrücklich auch gefunden, also so eben auch die einzelnen Details von dieser Geschichte. Also vielleicht mal kurze Rückblende auf 2009, was du dort schon mit Gott erlebt hast. Ja, 2009 habe ich auch. Das ist dann sehr innerhalb von eigentlich 5 Sekunden hat sich mein Leben völlig zu Unterobsi gedreht. Ich habe extrem viel Blut verloren. Ich habe nichts gewusst von, ich war immer gesund gewesen. Ich habe bis dorthin war ich nie im Spital gewesen. Selbst geboren hat mich meine Mutter daheim. Ich war immer stolz auf das, oder? Genau, und bin von 1 Sekunde, weil ich fast 2 Liter Blut verloren habe, bin ich auf einmal schwach und habe die Diagnose bekommen, ich habe einen Tumor. Die Ärzte hatten das Gefühl, das ist eine Gutartung, das war im Dünndarm. Bin relativ schnell operiert worden, weil das zweite Mal überlebt man das nicht, so viel Blut zu verlieren. Und das war eigentlich so die Diagnose, operieren, 10 Tage Spital, 3 Wochen daheim und wieder zurück ins Leben. Und schon dann ist neben alles anders gekommen. Ich habe etwa 3 Tage nach der Operation, also das ist schlussendlich wäre es eine kleinere gewesen, habe ich Komplikationen gemacht, dass es meine Bauch hineingeräumt hat, Sepsis gemacht habe, in Notfall bekommen, notoperiert geworden. Und dann ist das Ganze dann losgegangen. Also es hat eine relativ lange Geschichte gegeben. Dann. Ja, auf das Mal bist du eben wirklich auch dort. Ich bin wie mit aus dem Leben gerissen worden. Ich hatte keine Zeit mehr gehabt, mich irgendwie darauf vorzubereiten. Das war einfach eine Tatsache. Aber ich durfte dem eben auch ganz viel lernen. Und was ich immer sage zu meiner ersten Geschichte, ich war so dankbar, dass ich meine Beziehung zu Jesus gebaut habe, was mir gut ist gegangen. Und das ist das, was ich immer wieder den Leuten sage. Ich hatte keine Zeit mehr gehabt, mich in die Vertrautheit zu Jesus zu begeben, wo mir das passiert ist. Weil ich war einfach schwach. Wenn du so viel Blut verlierst, machst du einfach Deck und dann machst du gar nichts mehr. Aber ich habe einfach gewusst, meine Beziehung ist tief zu Jesus. Ich habe das gebaut vorher. Und darum sage ich immer, aus dieser Geschichte war immer meine Ermutigung, hey, bau deine Beziehung zu Jesus, solange es dir gut geht. Wir wissen alle, unser Glaube wird sich dann bewähren, wenn es uns schlecht geht. Aber das können wir nicht fassen, aber du wirst es erst dann merken, aber bauen und die Kraft und die Muskeln, ich sage jetzt die geistlichen Muskeln aufs Bauen, können wir, wenn es uns gut geht. Und ich war dann so dankbar, weil ich so schwach war, durch all die Komplikationen, die ich durchmache. Ich wusste, ich muss Gott nicht beweisen, ich weiss einfach, er ist da. Ich bin oftmals im Spitalbett gelegen und einfach gesagt, Herr, ich habe dich gerne, aber ich mache nicht mehr. Aber das war meine nächste Nähe. Und ich habe gewusst, ganz viele Leute im Spital haben das gespürt. Die haben, das ist auch, das prägt, Jesus in uns prägt unsere Umgebung selbst, wenn du tot krank in einem Bett liegst. Und das ist viel, sind die Leute reingekommen, sind wir immer wieder müssen schlechte Nachrichten bringen oder immer wieder ein bisschen Komplikationen hat gegeben. Und die eine hat mir einfach mal gesagt, hey, ihr seid immer so friedlich. Ich habe mich ja nicht so gefühlt, oder? Aber meistens müssen wir ja nicht durch den Strand aus, wie wir fühlen, sondern Jesus in uns macht den Unterschied. Und das ist einfach, das ist für mich dann so dankbar gewesen, dass ich einfach gewusst, Jesus ist da. Ja, du hast Gott mega intensiv erlebt in dieser Zeit. Hat es wie so auch einen kritischen Punkt gegeben? Weißt du, wie hast du müssen sagen, dort hast du vielleicht zweifelt, dass Gott gut mit dir meint? Oder du bist so kurz wie auf der Kippe gestanden? Ich weiß nicht, ob man das Kippe nennen kann. Ich glaube, dass, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, kommt das immer wieder, wenn du so durch eine Geschichte durchgehst.
Und glaube, die Stärke ist, wenn wir eben echt zu dem stehen. Wenn wir echt zu dem stehen, dass ich manchmal einfach nur noch gerannt habe. Ich habe keinen Arzt mehr gesehen, ich habe kein Pflegepersonal. Sobald irgendein weisser Schurz ist reingekommen, habe ich angefangen zu rennen. Ich habe einfach nicht mehr mögen. Aber so echt vor Gott sein und eben manchmal ihm zu sagen, hey, ich mag nicht mehr, wo bist du eigentlich? Ich denke, das ist dann wieder die Stärke, weil Jesus kann mit dem dealen, er kann mit dem umgehen. Er will nicht das Schöne von uns, er will das Echte von uns. Und ich glaube, das ist die Stärke dort drin, wo ich immer wieder das auch erleben durfte. Und in dem Moment noch zu erleben, dass dort eben die Familie und die geistliche Familie eine extrem wichtige Rolle spielt. Dass wenn du eben die Arme nicht mehr aufhaben für Gott zu loben, dass eben die Menschen um dich, um deine Arme aufhaben und für dich glauben. Du darfst schon mal sagen, ich kann ihm glauben, aber dass du dann Menschen um dich mit Glauben jetzt einfach für dich, das ist das andere, was einfach immer wieder extrem wichtig ist. Ja, du hast 2009 hast eine gröbere Geschichte gehabt, dann 2012 hast du noch mal eine Diagnose gehabt, das war dann weniger schlimm gewesen, und dann recht schnell durch. Und ich habe ja auf dem Flyer steht ja eben, es ist eine Geschichte von Leiden, eine Geschichte von der Heilung, also wo wirklich auch, wo du wieder gesund worden bist und dann aber auch wieder von Leiden. Und jetzt sind wir so ein bisschen im Heute eigentlich. Wie geht es dir heute? Wo bist du heute so dran? Das ist immer die schwierigste Frage, weil heute Morgen die Leute immer kommen, wie geht es dir? Grundsätzlich, ja, es geht mir gut, aber eben immer noch nicht so, wie ich will, dass es mir geht. Ich bin eben immer noch 15% krankgeschrieben, weil es jetzt eben wirklich noch eine deftigere Geschichte geworden als im 2009. Und ich im Moment einfach die Energie noch nicht habe, für einen ganzen Tag zum Beispiel zu arbeiten. Das schaffe ich einfach nicht, schlichtweg. Da kann ich mich noch so zwingen. Es wird mir einfach der Stecker gezogen am Nachmittag meistens. Ich habe immer noch Nachwirkungen, dass ich noch nicht die richtige Verdauung habe, die mich halt sehr belastet nährt. Aber etwas, was ich habe, ist eben immer wieder eigentlich Zuversicht. Und das ist auch nicht auf mich gebaut, aber auch hier. Eben, ich habe es nicht immer. Und jetzt hatte ich noch so ein kleines Hiccup, aber auch natürlich für mich herausfordernd war. Ich habe jetzt im November wirklich noch eine Geschichte mit einem Nierenstein, die natürlich aufgrund der anderen Geschichte ist. Aber Settings holt mich dann einfach dann wieder völlig unter aus. Das ist dann schon. Das ist dort, wo ich jetzt stehe. Eigentlich geht es mir gut, aber doch habe ich eben immer noch so Berg- und Talfahrten, dass wir nicht sagen, ja, ich kann einfach voll Dampf vorwärts gehen. Genau, und du hast ja in unserem Gespräch also gesagt, eben so, mit der Geduld ist es manchmal schwierig. Oder einerseits, eigentlich, man wüsste, was nicht läuft, eine Diagnose ist da, aber es ist wie nicht eine kurze Geschichte. Es ist nicht so, man weiß es, man kann etwas machen und man ist geheilt nachher oder man wird wieder gesund, sondern so wie so, man wird auf die Probe gestellt. Geduld ist auch nicht immer wie da. Wo und wie erlebst du Gott in all dem inne, in dem ja, Leiden, in dem andauernden Leiden, was jetzt halt auch ist? Ich glaube, wenn ich manchmal so auf meine Geschichte oder jetzt die letzten anderthalb Jahre schaue, ich bin dankbar. Ich bin grundsätzlich immer, ist bei mir immer das Glas halb voll. Das ist einfach mein DNA, das ich habe. Das ist nicht mein Verschulden. Aber dann könnte ich jetzt einfach nur das Leiden anschauen, das ich habe, wo ich drinnen bin. Aber ich will mich immer konzentrieren auf das, was ich mit Gott erlebt habe. Und Gott habe ich meistens auch in den schlimmsten Momenten erlebt. Also für mich war es eine Herausforderung, die Diagnose jetzt das zweite Mal zu bekommen, weil ich eigentlich habe ich meinen Job bei 24/7 aufgehört, habe gesagt, ich übergebe das einer jüngeren Generation, ich nehme einen Break, ich gehe 3-4 Monate weg und komme dann wieder zurück. Und anstatt dass ich weggegangen bin, 4 Monate, bin ich ins Spital gegangen und bin 10 Wochen dort geblieben. Und ich muss mich immer wieder überwinden, weil es bei mir viel so ist, wenn so lebensentscheidende Sachen sind, dass es wie so ein Angriff kam oder einfach gesundheitliche Probleme. Und ich bin eigentlich gut im Mut ins Spital und habe gesagt, ja, Operation, wir kennen es, das geht einfach durch. Und dort zum Beispiel war es so ein Moment gewesen, in dieser ersten Woche, wo ich natürlich gemerkt habe, dass nach meiner Operation, die war eine grosse, es mir nicht ganz gut geht. Ich musste jetzt CT müssen und die Assistenzärztin reinkommt und sagt, wir müssen sofort Not operieren, ihr habt Flüssigkeit im Bauch. Das war so ein Moment. Oder auf der einen Seite habe ich dort wirklich auf Bern gesagt, ich habe Bäcker in diesem Zimmer. Weil mir ist natürlich ein ganzer Film abgelaufen.
was jetzt kommt. Ich vergleiche es immer mit der Geburt. Oder? Beim ersten Kind hast du keine Ahnung, beim zweiten weißt du genau, was kommt. Und es war bei mir genau so. Bei der ersten Geschichte hatte ich keinen Plan. Dann habe ich gewusst, dass jetzt alles auf mich zukommt. Und ich habe wirklich geschrien. Aber in diesem Moment war eine Frau bei mir im Zimmer, eine Freundin von einer Kollegin von mir. Und hat wirklich gesagt, hey, ich bin da. Und sie arbeitet auf der NSS. Sie hat gesagt, ich werde auch mit in den Notops kommen. Und es ist für mich so, das ist so ein München von Gott. So eins von denen hat mich dann so in die Arme genommen und gesagt, weisst, ich habe genug Zeit zum Beten während der Ops. Und das ist für mich einfach, das sind so die kleinen Sachen, wo Gott mir in den eigentlich Schlimmsten, das ist für mich wirklich ein Traumaerlebnis gewesen, begegnet hat. Und so konnte ich ganz viele Sachen erzählen, wo ich eben viel lieber die erzähle, als nur das Leiden ausbreiten und die Schmerzen ausbreiten und die Fragezeichen ausbreiten. Aber ich bin zum Beispiel heute noch, Gott sei Dank, ist für mich auch ein Geschenk gewesen, ich war zu Interlaken gewesen, weil er, der mich operiert hat, nicht mehr zu Thun ist, sondern zu Interlaken. Ich habe gesagt, warum bist du zu Interlaken? Das ist so weit für dich zu besuchen. Dann habe ich gesagt, zu Thun werdet ihr mich gar nicht besuchen. Weil Thun war viel restriktiver mit den Corona-Massnahmen als Interlaken. Zu Interlaken konnte ich ganz viele Leute besuchen. Und ich bin zum Beispiel heute, gehe ich mit einer, habe ich immer noch Kontakt, die mich Stunden gepflegt hat. Ich habe immer noch mit ihr Kontakt. Das ist für mich auch so etwas Schönes. Oder? Wo hat einfach gesagt, es ist nicht einfach so, wenn man jemanden lang pflegt, es ist eine Sympathie da. Oder? Aber die haben mir zum Beispiel, als ich zwischendurch in die Insel musste, haben sie mir Fresspäckchen mitgegeben, weil sie einfach wussten, was ich gerne habe. Falls ich das in der Insel nicht bekomme, hat mir das Pflegepersonal Päckchen mitgegeben in die Insel. Oder? Und das sind für mich, nein, das ist einfach so, dass sie die Münze, die Gott gibt im Alltag, die mir einfach immer wieder, wenn ich jetzt zurückschaue, einfach das sehe, Gott ist immer da gewesen. Ein Stück weit auch das, was dir in dieser eben schwierigen Zeit auch immer wieder die Hoffnung gestärkt hat. Also Jesus, gerade wenn es dir schlecht gegangen ist, wenn du am Boden gelegen bist sozusagen und nicht mehr mögen hast, hat Gott dir entweder durch Leute oder durch sonst irgendwie, hat er dir wie wieder neue Kraft gegeben. Ich bin im Moment noch Hiob am Lesen in meiner morgigen stillen Zeit und ich finde es einfach ganz spannend, wie so die Parallelen von der Geschichte von der Susanna und vom Hiob ein bisschen. Und beim Hiob war es ja so, dass wir so, der hat drei Freunde gehabt, die sind dann, wo der Hiob alles verloren hat, wo es auch gesundheitlich sehr angeschlagen ist, überall Geschwür gehabt hat am Körper, sind die drei Freunde zu ihm gekommen und die haben dann mit ihm eigentlich darüber diskutiert, hey, hast du etwas falsch gemacht? Also im Grunde geht es darum, was hat der Hiob falsch gemacht, dass es ihm so schlecht geht. Und du sagst, du hast ja gesagt, wieso immer dann, wenn du lebensverändernde Entscheidung gemacht hast oder eine grosse Entscheidung getroffen hast, dann ist wieder irgendetwas gekommen, etwas Schlechtes. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, also wie kannst du wie sicher sein, dass du mit Gott unterwegs bist oder dass Gott das deinen Weg gut findet? Oder so im Sinn von Hiob seinen Freunden. Weil du ja immer wieder durch das Schlechte durch. Oder die Frage ist auch so ein bisschen, sollte jemand, der so intensiv mit Gott unterwegs ist wie du, sollte es dem nicht wie gut gehen? Sollte er nicht ein gutes Leben haben? Es kommt jetzt darauf an, was man als gut definiert. Ja. Ich denke, wir haben immer das Bild vom menschlichen Gutsein. Vielleicht mein Fehler ist, dass ich immer wieder gebetet habe, ich will so werden wie Jesus. Und dann vergessen wir manchmal den Leidensweg, wo Jesus gegangen ist, oder? Ja, manchmal junge Leute sagen, hey, ich will so sein wie du. Und dann schauen sie aber ganz lange an. Und dann sage ich, willst du ja den Weg durchmachen, den ich durchgegangen bin? Und es gibt ganz viele Fragen in dem, die man sicher nicht beantworten kann. Aber ich glaube auch, wirklich, es ist auch immer wieder ein Kampf um unser Leben. Also das ist auch das, was ich empfinde, was Freunde mir auch gesagt haben. Ich habe das eigentlich bei der ersten Geschichte ganz, ganz krass erlebt, weil dann bin ich 7 Tage auf der Intensiv gewesen, und 4 Tage haben sie nicht gewusst, ob ich überlebe oder nicht. Und alle waren mega dankbar, als ich aus der Intensiv kam. Ich habe das gar nicht so verstanden. Oder? Also, ja, du bist eh so sediert. Oder? Ja, man hat die Hälfte nicht mitbekommen, nur zu unangenehm immer. Aber, und dann war ich mal im Gebetsraum und habe Gott oft mal gemerkt, hey, ich habe dir eigentlich noch gar nie Merci gesagt, dass du mein Leben erhalten hast. Und habe gehört, wie Gott mir sagt, Susanne, ich habe dein Leben nicht erhalten, ich habe um dein Leben gekämpft. Und dein Auftrag ist noch nicht fertig. Und dann hat es mich umgehauen. Und das ist das Zweite, dass ich hier jedem sage, solange du hier auf dieser Erdkugel bist, hast du hier zu sein, weil Gott will, dass du hier bist. Weil Gottes Ziel ist, dass wir bei ihm in Ewigkeit sind.
Und wenn du hier bist, hast du noch einen Auftrag. Das sind nicht immer die grossen Plakativen, das können ganz kleine sein, aber das ist mir so bewusst worden. Mein Auftrag ist noch hier auf dieser Erde gekommen, sonst gehe ich weg und bin zu Gott. Und das ist unser Ziel. Sein Ziel ist, dass wir bei ihm seine Ewigkeit. Und ich glaube, dort kann man sagen, manchmal hast du schon das Gefühl, hey, muss ich das schon wieder durchmachen? Und gleich kann ich allem innen sagen, Gott mutet dir nicht mehr zu, als du machst vertragen. Das sagt er in der Bibel. Und gleichzeitig überlegst du dir, ja, ich möchte lieber weniger vertragen, oder? Und auf der anderen Seite, wir dürfen nie Leiden vergleichen. Das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Wir können Leiden nicht vergleichen. Jeder ist anders und so leiden wir auch anders. Aber ich habe in dem, ob es so schwer ist, denken. Eben für mich, ich habe schon früher immer gesagt, für mich der menschlichste Moment von Jesus ist, als er schreit, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und er hat nichts mögen, er hat nicht wollen. Und also er hat auch das gelitten, das denke ich manchmal schon. Und ich kann manchmal sagen, weisst du, ich will eigentlich, habe ich so manchmal auf und davon wollen, Gott davon säckeln. Und im gleichen Atemzug weiss ich, aber es gibt nur einen Weg für mich. Und das ist mit Jesus zusammen. Und das ist dann so ein bisschen die, für mich eben die Glaubensspanne drin zu stehen, wo einfach, ja, das ist manchmal eine Spannung und manchmal bist du mehr hier und manchmal bist du mehr da. Aber wie, weil es so schüttelt und rüttelt, genau aus dem Grund, glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Weil es, ja, geht halt jetzt nicht so smooth, aber gleich darf ich wirklich wissen, Gott und Jesus ist drinnen. Vielleicht wäre es da spannend zu wissen, wieso eben die Auswirkungen, würdest du jetzt sagen, wenn man so vergleicht, wo du gesund bist und wo du jetzt nicht, also wo du jetzt am Leiden bist, wann hast du so die grösseren Auswirkungen gehabt? Oder kann man das mit, oder du sagst, wir müssen nicht vergleichen miteinander, aber eben, du sagst, wie kann Gott dich jetzt in dem Innen brauchen auch? So. Ja, ich denke, das ist, ob es dir gut geht oder ob Leid ist. Und ich meine, es gibt die krankheitlichen Leiden, es gibt die psychischen Leiden, es gibt, dass man vielleicht nicht in dieser Lebenssituation ist, wo man geträumt hat. Es gibt so ganz viele verschiedene Sachen. Aber ich glaube, in dem allem innen müssen wir einfach sagen, die Basis ist Jesus. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es schwierig, oder? Und für mich ist es immer, ich will die Basis und das Enge mit Jesus unterwegs haben, wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Weil ich weiss, das ist sicher meine Stabilität, die ich habe im Leben. Das ist ja das, was ich weitergeben kann. Das ist das, warum das ja sagen, hier zu sein, zum Beispiel. Das ist für mich auch herausfordernd. Oder? Es ist für mich, es ist noch sehr nach. Und manchmal bin ich noch sehr, sehr nach am Wasser gebaut, weil ich noch drinnen stehe. Und gleichzeitig auch auf Leute zugehen, die eben am Leiden sind, weil du entwickelst ein anderes Verständnis, wenn du selber leidest, drinnen zu sein. Ich kann weitergeben und einfach immer sagen, Gott hat mir sehr einen einfachen Glauben geschenkt, Gott sei Dank. Und in dem Sinne will ich immer wieder ermutigen, und das ist eben ein Ehrlichsein, wo ich sicher die Leute dazu motivieren kann, ein Ehrlichsein auch für Gott, aber einfach das eng mit ihm unterwegs zu sein. Das ist, Gott ist ein 24-Stunden-Gott, er will dich nicht einfach schnell am Sonntag sehen, er ist mit dir im Alltag drin, wo du auch bist. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe, und das ist das, was ich weitergeben kann, was er mich brauchen kann, jetzt, wo ich bin auf dem Weg von gesungen. Er kann es brauchen im Spital. Die eine hat mich mal gefragt, ich habe nach einer zweiten Operation hatte ich ein Stoma, also einen künstlichen Darmausgang auf der einen Seite, und das war sehr problematisch, hat sehr viel produziert. 6 Liter anstatt 1 Liter, das ist wirklich das, wo auch die grosse Komplikation war. Und manchmal haben die mir Stunden probiert, das wieder dicht zu bringen, oder? Und auf die Frau fragt mich, die eine schaut mich an und sagt, mittlerweile bin ich in Duzis mit ihnen, weil sie so lange bei mir gepflegt haben. Sie sagt, wie bist du eigentlich zu diesem Glauben gekommen? Und wir haben überhaupt über das geredet, und bei der gedacht, was habe ich ihr erzählt? Aber genauso ist eben im tiefsten Leiden, weißt du manchmal nicht, was passiert. Das kannst du nicht machen, sondern es sind einfach nur Momente, wo ich weiss, Jesus in mir ist ja da, ob jetzt mein Körper krank ist oder nicht. Jesus in mir ist da und er macht den Unterschied, schlussendlich in dem Raum, in dem ich bin. Er macht den Unterschied. Und ich glaube, das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Und eben, das ist, wie du dran bist, das ist das, was die Leute schlussendlich merken um dich herum.
Du hast einen prägnanten Satz mir gesagt in unserem Gespräch und den möchte ich jetzt noch wiedergeben, weil ich den mega cool finde und der gerade mega dazu passt, auch, was du gesagt hast. Du hast gesagt, viel lieber krank und Jesus im Herz als gesund und ohne Jesus unterwegs. Und ich finde, eben, du strahlst es aus, eben gerade wenn es dir gut geht, gibst du Vollgas für Jesus, du bist jemand, der sehr aktiv auch ist. Und wenn es dir schlecht geht, auch, gibst du das weiter, vielleicht ohne, dass du es merkst auch. Das ist etwas mega Schönes auch. Und ja, ich habe mich so ein bisschen für uns heute Morgen auch gefragt, was ist so das, weißt, was du, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, oder, was du uns möchtest weitergeben, was sind so deine zentrale Erkenntnis, die du aus dieser Zeit gönnst immer noch oder die du daraus gewonnen hast. Wo du uns eigentlich möchtest weitergeben, wo wir dann auch wie können sagen, hey, an dem können wir uns wie festhalten. Das ist wie auch ein Funken, wo wir vielleicht jemandem anderem weitergeben können. Also eins habe ich schon am Anfang an gesagt, eben die Beziehung zu Jesus in Teufelbau. Beziehung braucht Zeit. In eine Beziehung soll man investieren. Mit Jesus unterwegs zu sein, so wie du bist im Leben, aber wirklich dort zu investieren, das ist sicher das eine, was mir immer wieder wichtig ist und was mich immer wieder durchgetragen hat. Das andere eben schon auch das Echtsein mit ihm unterwegs sein, das wirklich Echtsein, also dass ich vielleicht heute manchmal mein Glauben lebens nicht mehr so lebe, wie ich es vorher gelebt oder einfach, weil ich eben viel so keine Energie habe. Ich sage jetzt mal etwas, viel weniger im Wort lesen, als ich eigentlich will, aber Gott weiss es ja, einfach mich nicht stressen, sondern so zu sein, wie ich bin vor Gott und dass wir aber dort immer wieder wie zu ihm kommen und gleichzeitig auch herzuschauen und herzuhören, wenn jemand Schwierigkeiten hat, ringsherum, wenn jemand krank ist, mich auch zu fragen, wie kann mich Gott da drinnen brauchen. Und das ist schlussendlich geistliche Familie und dort auch echt sein. Oder ich habe so oft gemerkt, manchmal ist es für die, die krank sind, ist es weniger schlimm als für die Leute, die um dich herum sind. Das können das ein paar unterschreiben, die da sind und mit mir diesen Weg gegangen sind. Weil ich weiss, wie der Schmerz ist, es ist mein Körper, es ist... Aber einfach dort können, echt sein, mal jemandem gegenüber, wenn man einfach keine Worte mehr hat für seine Situation. Es hat mir immer viel mehr geholfen, jemand hat keine Worte mehr und leidet so mit mir, als probiert irgendwo noch Worte zu finden, schöne. Bis zu den Ärzten, die manchmal mir gesagt haben, ich will noch etwas gut sagen, aber ich kann einfach nicht, darum schweige ich. Das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Einfach, ich denke, dass auch dort innen, das echt sein unterwegs, das ist dann eben auch Familie, das dort. Und, aber Gott will nicht ausschalten in dem Sinne. Und ich glaube, mir eben, ist vorhin im Worship schon gefallen, uns geht es oftmals einfach zu gut hier. Aber wir wissen auch, wir sind schon in anderen Zeiten da. Und es werden andere Zeiten kommen. Und wir können dem nicht ausweichen. Wenn das jemand weiss, dann sind wir Christen, weil es steht in der Bibel, dass andere Zeiten werden kommen. Und dann müssen wir nicht es wird schlimm, sondern nein, wir wissen ja, dass es ist. Aber wir haben die Hoffnung in uns. Und das ist das, was ich immer wieder sage, wir müssen die Hoffnungsträger sein, wir müssen das weitergeben. Wir sind die, die auch hier in unserem Wohlstand in der Schweiz den Leuten Hoffnung weitergeben können, die verzweifeln, die Angst haben vor all dem, was für uns jetzt ungewohnt ist, sei es der Krieg, der nach sich, sei es die Energiekrise, sei es was immer, das tut andere Leute. Lachen wir nicht darüber, dass jemand beschäftigt, sondern sagen, hey, aber ich habe eine Hoffnung. Und das andere auch, unser Leben hier ist endgültig. Aber die Perspektive Jesu ist die Ewigkeit. Und wenn wir in der Perspektive von Ewigkeit leben, ist unser Leben ganz anders. Das habe ich auch gemerkt. Ich konnte sagen, nach meiner ersten Geschichte habe ich mal gesagt, hey, es wäre mir so viel einfacher gewesen, wenn ich gestorben wäre. Das hat Gott manchmal schon gesagt, weil die Ewigkeit ist eine Heilung. Die Ewigkeit, das ist dort, wo wir herwollen. Das ist dort, wo Gott uns will. Aus den Schmerzen alles zu erleiden. Und das ist schon etwas. Und das heisst für mich eben nicht abgespaced leben, aber das ist meine Perspektive. Und hier auszugeben, dass Menschen die Hoffnung haben vor der Endgültigkeit. Ich glaube, also nachher eben vor Ewigkeit, ich glaube, im Leiden innen, ich habe nie den Stress gehabt, wo komme ich her, wenn ich jetzt sterbe. Ich habe immer gewusst, und viele fragen mich, oder jetzt diesmal habe ich 4 grosse Operationen, oder 5, ich weiß nicht, ich kann es aber nicht mehr zählen. Dann sagen sie, hast du keinen Schiss von der Narkose? Und ich habe gesagt, weißt du was, ich liebe es. Ich liebe das Flash, das darf ich sagen. Ich liebe es leider meistens kurz und dann wirst du schon wieder brutal geweckt.
Aber auf der anderen Seite sind es für mich so enge Momente mit Jesus zusammen. Und ich einfach weiss, ich werde erwachen. Entweder noch hier oder bei Jesus. Aber Jesus geht durch diesen Moment mit mir durch. Und das ist meine Erkenntnis aus der ersten Geschichte. Seitdem habe ich wirklich auch, irgendwie ist der Stachel vom Tod ist weg. Ich weiss einfach, hey, Jesus ist treu in dem. Und einfach dort noch einmal mehr die Ewigkeitsperspektive zu haben und darum mit Gott hier zu leben. Nicht schon die Ewigkeit zu leben, aber einfach hier auszugehen. Das ist meine Hoffnung, das ist das, was mir eine Festigkeit gibt. Ich muss nicht Angst haben vor dieser Zukunft. Ich muss schlichtweg nicht. Ich habe mehr Schiss, Ewigkeit zu worshipen, weil das nicht... Aber nein, weiss ich, das sind alles andere Sachen. Das dürfen wir nicht vergleichen mit hier. Denke ich, das machen wir die Ewigkeit lang. Aber das ist einfach so ehrlich, wie ich bin. Oder? Aber das ist ja, das können wir uns ja nicht ausmalen. Oder? Das übersteigt uns. Aber in dem Sinne, für mich auch immer wieder weiterzugeben, es geht nicht um unser Leben hier schlussendlich, sondern unser Leben in der Ewigkeit. Du hast im Gespräch schon einmal gesagt, eben, wir müssen eigentlich wieder lernen, miteinander brüllen oder wie sagt man es Berndeutsch? Grennen. Ich habe das mega auch noch spannend gefunden, weil ich wie eben ich bei dir begegnet, als jemand, der eigentlich gesund ist. Wieso? Ich kann mich wie nicht in dich hineinsetzen. Wie gehe ich jetzt mit dir um? Wie kann ich dich gut behandeln auch? Oder ich kann selber auch gerade eine Großmutter, die gesundheitlich angeschlagen ist, wo man dann das Leiden wirklich auch sieht und wie damit konfrontiert wird. Und am liebsten möchte ich mich wie ausweichen und das irgendwie so. Also, wie es einfach schwierig ist, oder? So, vielleicht kannst du vielleicht dort nochmal sagen, eben der Umgang eigentlich, du sagst ehrlich und authentisch sein, auch mal kein Wort haben. Soll man trotzdem auf so Leute zugehen? Soll man auf dich zugehen? Soll man fragen? Oder, ja. Unbedingt. Ich sage immer, Fragen kann man alles. Ich kann immer noch entscheiden, was ich beantworte und was nicht. Und manchmal ist es so schwierig zu antworten. Eben, manchmal sieht man mir es eben nicht an. Viele sagen, hey, du siehst gut aus. Ich hätte jetzt einmal jemandem am Freitagabend zu mir gesagt, du bist früher voluminöser gewesen. Habe ich gesagt, ja, das stimmt. Okay. Das ist ein super Ausdruck, das hat mir gefallen. Habe ich gesagt, das ist etwas, was ich eben viel wieder ist, etwas zu Gute. Ich habe etwa 25 Kilo verloren durch die Geschichte und habe gesagt, das ist ja auch zu Gute. Und so, ihr merkt, so probiere ich auch Brücken zu bauen, eben, dass man auch darüber lachen kann. Aber ich probiere das so. Manchmal weiss ich ja selber, ohne wie anderen Leuten zu begegnen, wo nicht mehr sagen, die deftere Geschichten haben als ich, aber eben auch dort ehrlich begegnen und eine Frage mal stellen und dann vielleicht kommt halt das Nein, ich mag jetzt nicht darüber reden. Aber auch, ich denke, auch lernen, ein Anteil nehmen, ein Anteil geben. Weil ich merke, wenn ich alles für mich behalte, dann ist viel mehr Gefahr, dass es in mir gross wird und Raum nimmt, als wenn ich immer wieder erzähle und das abgebe. Oder einfach, wenn ich Menschen auch ermutigen kann durch das. Eben wirklich, dass ich Fragen stellen kann und echt sein oder mit durchgehen. Es hat auch, ich meine, es hat Leute gegeben, die auch nicht, wie sich eingeklingt haben, Gebetschat, wo sie einfach gesagt haben, hey, ich habe nicht können. Ich habe jetzt genug Leiden durchgemacht. Dann habe ich gesagt, hey, es ist voll okay. Es ist voll okay. Nicht die Erwartungshaltung haben, sondern mal sagen, hey, nein, es ist okay. Und ich denke, auch dort wirklich halt lernen, so authentisch sein. Oder wenn jemand eben mal sagt, hey, ich muss es nicht erzählen, das ist okay. Es ist nichts gegen dich, sondern es ist einfach im Moment die Phase, die man hat. Ich denke, das ist das, was man im Leben immer wieder lernen sollte, einander dort zu respektieren. Aber darum, mich darf man fragen, eben, es kann sein, manchmal im Moment weiss ich nicht so was antworten, weil mich die Situation eher nervt, weil ich an einem anderen Punkt sein als ich bin. Und dann weiss ich aber nicht, wenn ich dann anfange zu jammern, dann kommen die Leute, die mich oben in Interlaken im Rollstuhl herumgestossen haben und haben gesagt, du machst dich schon noch besinnen, wo du zu schwach bist zum Laufen und mit deinem Rollstuhl herumgestossen. Dann sage ich, ah ja, stimmt. Es ist mir schon schlechter gegangen, als wir heute haben. Und dann hast du eben gesagt, eben, wir haben als Christen ja auch etwas gegeben, oder? Wir haben die Ewigkeitsperspektive auch, die wir weitergeben können. Auch ja, eine Art der Funke der Hoffnung, also das, was Weihnachten eigentlich auch wie beinhaltet, dass Jesus gekommen ist auf die Erde, dass er unter uns gelebt hat und eigentlich die Hoffnung, das Licht in die Welt hineingebracht hat. Wenn wir jetzt noch so wie Funken der Hoffnung
sind. Was ist das so für dich? Was ist das wirklich so das zentrale Element von der Serie, würde ich jetzt mal sagen, oder von dem Wort Funken der Hoffnung und Hoffnung? Ich glaube, eben wirklich zu realisieren, dass es eine Hoffnung überhaupt gibt in dieser Welt, dass es nicht hoffnungslos ist. Und ich habe viel gelernt durch Freunde von mir, die in anderen Ländern leben, wo die Hoffnung viel grösser ist als wir hier. Wir brauchen manchmal die Hoffnung gar nicht, uns geht es ja so gut, oder? Und gleich denke ich, das Lernen eben, die Muskeln zu bauen heute, wo es kommen andere Zeiten, das drinnen sein, dass das hofft, Jesus ist die Hoffnung, aber wir sind die Hoffnungsträger. Das hat er, was ich das sage, manchmal, ich kann nicht verstehen, dass du mich brauchst als Hoffnungsträger. Wer bin ich denn schon, oder? Aber zu wissen, hey, Jesus hat uns alle gewählt. Er hat deine Hoffnung in deinem Leben. Er braucht dich, wo du bist. Du bist der Hoffnungsträger. Du strahlst das aus. Und wie heute im Gebet, der Funken von Hoffnung ist für mich immer ein Gebetsanliegen, dass der Funken eben das Feuer auslöst. Vielleicht ist im Moment das innerliche Feuer ein bisschen Lowdown, oder? Und nicht ganz so, aber ein Funken kann eben wirklich ein Feuer auslösen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus will, mit ein Feuer auslösen in uns innen. Und das heisst nicht, jetzt schon wieder menschlich denkt, du, dann muss ja dieses und jenes und crazy und so, überhaupt nicht. Sondern es kommt darauf an, wie wir gegenüber Jesus sind, was er in uns auslöst, was wir vielleicht neu gestalten können im Leben, was er mit uns unterwegs ist. Oder ich glaube, es geht vielmehr um das Feuer, das für ihn brennt, respektive zu begreifen, das Feuer, das von ihm brennt für uns. Und er hat das Feuer für uns. Er liebt uns über alles. Er hat es manchmal vergessen, wir schauen immer unsere Seite an. Oder? Wir müssen und wir sollten. Aber Jesus hat uns nicht einfach auserwählt und jetzt schau mal, dass dem kannst du gerecht werden. Sondern Jesus brennt für uns. Er liebt uns leidenschaftlich. Jesus hat gelitten mit mir im Spital, das weiss ich. Aber einfach das manchmal auch das zu realisieren, das ist schlussendlich der Funke, der eben dann wieder ein Feuer anzünden kann in uns. Und wo ich immer wieder hoffe und glaube, dass es eben passiert, wenn wir Kerzen anzünden oder Weihnachtszeit, dass wir nicht unbedingt an Jesus in der Krippe denken, sondern den Werdegang von Jesus und wer Jesus ist, was er für eine Leidenschaft hat für uns und mit uns will unterwegs sein. Ja, das ist das Zentrale eigentlich, da kann ich gar nichts mehr anfügen, das ist mega cool. Susanna, du bist ehrlich, du bist authentisch, du hast uns Einblick gegeben in deine Geschichte, in deinen Leidensweg und auch, was dir Hoffnung gibt. Und das ist mega cool. Und mir ist so, gerade im Punkt Hiob, ist mir ein Bibelwort gekommen, das ich jetzt doch gerne würde noch vorlesen. Und zwar steht das in Hiob 19,25. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Amen. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Mein Erlöser lebt. Susanna, das ist das, was dich ausmacht, was du ausstrahlst, so das, was dein Funken ist, wo du weitergehst, auch die Hoffnung, die du ausstrahlst. Auch gerade in diesem Leben, oder? Gott wendet sich zu in deinem Leiden. Er ist da, gerade wenn es dir schlecht geht, wenn du vielleicht auch mal keine Geduld mehr hast. Ist er doch da durch Freunde oder er begegnet dir auf eine Art und Weise. Aber auch, du weißt darüber hinaus, Gott, ich habe eine Ewigkeitsperspektive, ich werde einmal bei Gott sein, das Leben ist nicht das, was entscheidend ist. Und Susanna, ich möchte dir danken vielmals für den Einblick, den du uns eben gegeben hast. Und ich möchte jetzt auch noch eine Fürbitte machen für Susanna eigentlich, für sie und für gerade die Situation, in der sie drin steht. Und ich bitte euch nachher alle dazu aufzustehen, wenn man für Susanna betet und auch gerade für alle anderen Menschen, wo es auch nicht so gut geht, die auch in so einer Not drin sind. Aber ich möchte auch gerade für uns beten, wo es gut geht, wo gesund sind, dass wir gerade so Menschen, die eben die Not, die der Funken von der Hoffnung bräuchten, eigentlich, dass wir den weitergeben können. Ich bitte euch jetzt alle aufzustehen. Wir wollen doch zusammen einstehen für Susanna, für die kranken Menschen und für das wir ihnen in dieser Not können, den Funken der Hoffnung weitergeben können. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für Susanna, für ihr Leben,
dass du sie fest in deinen Händen hast, dass du gerade, wenn es ihr besonders schlecht geht, dass du dich ihr immer wieder zuwendest. Und Vater im Himmel, wir legen dir als Gemeinde jetzt das Leben von der Susanna her. Wir bitten dich, dass du dich ihrem Leiden annimmst. Dass sie gerade, wenn es ihr schlecht geht, dass du dich ihr immer wieder zuwendest, dass du ihr Heilung schenkst, dass du ihr immer wieder Begegnung mit dir schenkst und dass sie wirklich hell, hell leuchten für dich, dass sie deine Nachricht, deine Botschaft von der Liebe in die Welt raustragen darf. Und Vater im Himmel, ich bitte dich für alle kranken Menschen, die da jetzt auch sind, die irgendwelche Nöte haben, sei es jetzt physisch oder sonst irgendwelche Nöte, dass du dich ihrem Leiden annimmst, dass gerade in dieser Weihnachtszeit dein Licht hell scheinen in ihrem Leben, dass du dich ihnen zuwendest und dass sie dich ganz, ganz fest warnen und deine Liebe spüren. Bitte schenk du auch denen, wo es gut geht, dass sie ja nicht wegschauen vor so Nöten, dass sie nicht sich verstecken oder das ignorieren, sondern dass man auf so Personen auch zugehen dürfen, ihnen zusprechen, dass man ihnen die Hoffnung weitergeben dürfen, sei es jetzt mit Wort oder einfach mit Wortlosigkeit. Ja, Herr, wir wollen dich wirklich bitten, in dieser Weihnachtszeit, dass du leuchtest und dass du uns begegnen tust. Amen.